Hallo und herzlich willkommen zurück zur... Ich hab mein... Wo ist mein... Da. Okay. Ich hab... Warum ist mein Media... Was? So. Ich hab gerade mein Audioaufnahmetool nicht gesehen und wusste nicht, ob ich es aufnehme. Okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das will ich schon beenden. Nein. Willkommen zurück zu Agrarian Skies Folge 52. Und wir haben ein wenig Royal Jelly. Hier haben wir F drin und hier haben wir 4 drin. Ich habe mit Automation ein bisschen gearbeitet. Und wir haben die ja ein paar Mal sterben lassen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall Royal Jelly. Das ist sehr gut, wenn wir jetzt ein Production machen wollen. Production. Das da. Das ist jetzt nicht mehr so schwer. Maximum installed 8. Das kriegen wir hin. Wir brauchen nur mehr Bronze. Und dann haben wir halt die. Dann kriegen wir noch mehr raus. Noch mehr Royal Jelly, mit dem wir noch mehr Production Upgrade machen können, mit dem wir... Nein, das machen wir natürlich nicht. Wir wollen ja hauptsächlich dann aus den anderen Bienen das Zeug kriegen. Wie viel kann ich machen? Okay, das sieht doch... Wir haben immer noch... Nein, was tue ich? Nein, ich will das Bronze hier. Danke. So. Wir haben immer noch Royal Jelly. Wahnsinn. Wir haben auf jeden Fall... Na gut, 16 würde ich schon gerne haben. Dafür reicht es aber nicht. Sehr gut. Ich habe dann auch ein paar Quests noch vorbereitet, die wir dann nochmal gleich fertig machen können. So. 15. Eins fehlt noch. Verdammt. Aber das dürften wir jetzt auf jeden Fall kriegen, wenn wir jetzt hier das Zeug reinhauen. Boop. Achso. Machen wir das Raining raus. Mal hier mal das Raining raus. Und da haben wir doch schon Royal Jelly. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann lösen wir gleich noch die Quests erstmal ein. Dann machen wir nochmal eins und dann. Gut. Strom haben wir ja. Und jetzt müssen wir mal hier das voll auf und okay. Dann kriegen wir jetzt erstmal mehr Zeug. So, jetzt zum Quests. Ich habe ein paar vorbereitet und ein paar fertig. Zum einen, bei Storage habe ich 8 Quests fertig. Gehen wir hier rein, weil es gleich wahrscheinlich alles wieder zum E-System wandert. Und zwar habe ich diesen Greyback gecraftet. Wir kriegen einen Brownback. Yay. Ich habe so ein Satchel gebastelt, ein Satchel, und wir kriegen ein Satchel. Yay. Ich habe ein Diggers Backpack gemacht und wir haben Adventurer und wir dürfen jetzt noch aussuchen. Ich mache mal einen Miners. Wo ist mir scheißegal. Diese Woven sind im Endeffekt nur, die haben mehr Slots. Die haben statt 15, 45. Das ist der einzige Unterschied. Ja, so, es sind einfach alles nur Backpacks. So, dann habe ich so einen Item Router gemacht. Da kriegen wir so ein Upgrade dafür, was wir nicht benutzen werden. Dann habe ich noch die Upgrades gemacht. Da kriegt man ein Upgrade, was wir nicht benutzen werden. Dann habe ich Block-Extender und ich kriege einen Linker. Ich weiß nicht, die ganzen... Eine Sorting-Barrel, okay. Und hier nochmal irgendwelche Modules und ich kriege ein Module One-Way. Ja, das ist halt ein bisschen blöd. Die Mods sind zwar drin, man könnte vielleicht damit arbeiten, aber es hat keinen Sinn. Man kann... Die Automatisierung davon ist entweder serverlastig, weil dauernd eine Abfrage gemacht wird, und man müsste es über zig Wege implementieren und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust, weil wir haben die Ressourcen und ich brauche das jetzt nicht mehr zu machen. In der Hinsicht finde ich halt wirklich Agrarian Skies diesmal relativ unbalanced, weil du viele Dinge jetzt einfach im Nachhinein schnell machst und okay. Und es sind halt auch keine schönen Rewards. So, und dann hatte ich vor der Hoarding noch vorbereitet und zwar haben wir 300 Solar Panels. Können wir jetzt gleich mal Manual Submit. Claim Reward dürfte Legendary sein. Ah, ne, Epic. Schlechter als Legendary. Und dann habe ich die Pure Service Quartz. Jawohl. Manual Submit. Die anderen können weg. Ich habe mal die 1000 vorbereitet, ne? Das ist ja nicht schwer, das ist ein bisschen was zusammengecraftet. Und kriegen nochmal ein Reward Back und zwar noch ein Epic. Okay, ein Epic. Ist ganz geil, hätte man es am Anfang des Spiels bekommen. Weil jetzt brauche ich den Diamond Hammer nicht mehr. Aber okay, würde halt sehr gut sein, wenn ihr mehr von dem das dann rauskriegen wollt, hier, dem Zeug. Ne? So. Okay, das finde ich eigentlich schon relativ cool, dass ich das als Reward gekriegt habe. Das packe ich mal mit hier rein. Ich nehme mal hier die Shards raus. Ich will die mal alle im E-System haben, dass ich weiß, woran ich bin. Denn für eine Quest brauche ich 1000 von diesen Silver of Water. Und dafür brauche ich halt 250 Water Shards. Ich habe jetzt 151. Und ich habe jetzt auch nochmal die Quarry aufgebaut. Wir dürfen das mal jetzt hier nochmal ein bisschen was reinkriegen. Ein paar Air Shards haben wir schon gekriegt. Also ich habe jetzt nochmal ein größeres Areal im Endeffekt gemacht.
und lasse das Ding jetzt einfach nebenbei mitlaufen. Warum wir jetzt hier Knochen und alles haben, ich weiß es nicht. Egal, so. Und ich filter halt hier gleich, wenn es interessiert, ich filter hier gleich Appetite und Cobblestone raus. Für die Deep Storage Unit, weil die geht ja nicht so schnell voll. Gut, dann, das hätten wir. Dann habe ich noch was vorbereitet, und zwar einen DNA Extractor, und ich habe hier unten mal ein Interface gemacht, was mir diese Genetic Lab Rare da immer wieder craftet und praktisch hier reinpackt. Weil zum einen brauchen wir es hier in dem Gerät, hier packen wir Drohnen, Prinzessin oder was weiß ich rein und kriegen Liquid DNA. Und diese Liquid DNA brauchen wir 500 Eimer. Das heißt, wir brauchen 500.000. Ich habe jetzt 1600. Das heißt, das sind ein paar Bienen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt Bienen, die schnell sterben und uns ganz viele Drohnen produzieren. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren es die kommen bei mir. Beziehungsweise ich lasse das einfach ewig laufen. Und wir kriegen jetzt hier auch schon wieder schönen Royal Jelly. Was ich aber im Moment halt erstmal nicht mehr brauche. Und zwar Bienen. Bees and Trees. Wir brauchen. Ja, fangen wir mal an mit Silk. Wir machen mal eine Reihenfolge. Silky Wisp. So, dafür brauchen wir einen Silky Comb und dafür brauchen wir eine Wispy Queen. Eine Wispy Queen ist, ja, ein Ethereal Princess, was eine Arcane und Supernet, ach du meine Güte, schon lustige Namen. Esoteric und Mysterious, ach du meine Güte. Cultivated und Eldritch. Eldritch ist Mystical und Cultivated. Okay. Habe ich denn Mystical? Wir brauchen definitiv mehr Cultivated. Und dafür bräuchten wir im Endeffekt mehr Hives, beziehungsweise mehr hiervon. Aber das Ding da hinten disconnectet sich ja immer wieder und daher habe ich nicht unbedingt Bock dafür. Ich kann mal gucken, ob die anderen vielleicht leichter werden. Wir hätten noch... gucken wir mal, Magic Wax. Magic Wax. Magisches Wachs. Wo bist du? Bin ich blind? Da. Kriegen das aus einer... Ach du meine Güte, kriegen wir aus vielen. Wo haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit? Chance 10%. Hier haben wir auf jeden Fall 100. Und das ist eine Kult. Und dafür brauchen wir Esoteric oder Mysterious. Und die machen wir ja eh. Und die kriegen wir ja eh im Endeffekt. Die müssen wir ja dann... Enchanting Drop. Das würde sich eigentlich losen. Das heißt, wir machen Arcane. Okay. Ziel für heute, Arcane. Arcane ist Esoteric und Mysterious. Mysterious ist Eldritch und Esoteric. Esoteric ist Cultivated und Eldritch. Und Eldritch ist Cultivated und irgendwas anderes. Okay, was haben wir noch für Princes? Irgendwelche, die jetzt hier unusual beispielsweise. Aber wir können doch die Hives. Ich will jetzt mal gucken. Wir haben doch hier Mana Infused Artificial. Ach du meine Güte. Kann ich mir irgendwie Marshy Hive. Wir brauchen halt dieses Scented. Okay. Dann mache ich mal folgendes. Wir machen mal einen Squeezer. Machen mal einen Fluiduct. Brauchen wir mal ein Servo. Da reicht theoretisch das da. Dann brauchen wir nochmal einen Tank. Da habe ich nämlich noch einen mit ein bisschen Zeug drin, Seed Oil. Und dann brauchen wir noch Barrel. So. Ich mache das mal gleich hier. Wir haben mal ein E-Kabel, da kann ich dann hiermit gleich dran, ne? Der Gang erscheint mir irgendwie breiter, als er soll. Kann das sein? Ja, das ist eigentlich jetzt zweidick. Deshalb, okay. Brauche auf jeden Fall Strom, das heißt, ich gehe mal hier so hin. Mit dem Squeezer. Und dann brauchen wir noch mal Redstone Con. Flux Duct. So. So. Das kommt dahin. Wunderschön, wir haben Strom. Da kommen dann die Seeds rein. Dann brauchen wir noch. Ich mach mal den Tank als Buffer. Wenn ich das irgendwie hinkriege. Warum fliegen überall Bienen lang eigentlich? Verwirrt mich sehr. die Flüssigkeit kommt von der Seite im Endeffekt rein. Und dann müssen wir ja oben, unten, ne? So. Wenn die Flüssigkeit von der Seite reinkommt, muss ich das mal anders bauen. Dann müssen wir das so bauen. So. Und so. Und das kommt weg. Das hauen wir um.
Und dann kommt das dahin mit Always Active. Okay, dann brauchen wir Cable. Sowie Exportpass. Eine Card. Crafting. Können wir schnell craften hier. So. Und dann brauchen wir noch Impulse Item Duct. Nehmen wir die da. Okay. Jetzt muss ich gucken, wo wir hier reinkommen. Hallo? Das hier ist ein Interface. Kann ich da... Machen das mal ein bisschen anders. Wir machen mal hier kurz diesen da. Und diesen da. Und das Interface zum großen Interface. Und dann bitte mal hier einen Stack davon drin behalten. Und ansonsten craften. Okay. Dann gehen wir hier ran. Beziehungsweise hier ist falsch. Da muss das Ding hin. So. Von hier. Das ist ja dann unser... Das ist falsch. Impuls. Okay. Was ist das? Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das geht ja automatisch da rein. Genau. Exportpass. Das ist falsch. So. Crafting Card. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Hive. Müssen wir ganz schnell beibringen. Und dann klappt das. Ja, war schon richtig. Artificial Hive. Das heißt, wir müssen das beibringen. Und dann brauchen wir Blank Pattern. So. Dürfte das mal reichen für den Moment. Silky Mesh nochmal beibringen. Und ich hätte mal einmal craften sollen von beiden. Einmal so. Und einmal so. Und dann das plus das ergibt das. Was kommt jetzt mal alles hier rein? Klick. Klick, Klick. Und dann können wir jetzt hier sagen Artificial Hive. Uah, nein. Artificial Hive. Craften wir mal zwei. Danke. So, und dann nehmen wir mal ein und machen mal hier gleich den Export fertig. So. Und zwar hier. Da exportierst du mir das rein. Und dann müssen wir jetzt noch das Kabel anschließen. Ich mach das mal so rum. Wir hoffen, dass es geht. Komme ich da? Jetzt komme ich da nicht rein. So. Schawup, Schawup, Schawup. Das war blöd. Muss noch einen höher. So, so, so und so. Okay. Channel dürfen wir haben. Genau. Und wir haben jetzt hier den Scanted. Dann brauchen wir jetzt nochmal ein Servo. Was dann in der Lage ist, dieses Scanted raus. Ich nehme einfach einen Harm, das ist mir egal. So. Und das Ding ist always active. Dann dürfen wir jetzt immer dieses Gente dann kriegen. Seedoll geht rein. Wir packen wieder ein Dingens rein. Weiß nicht, ob er den gerade craften muss. Und da ist er drin. Okay. Automatisierung. Soweit fertig. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Produktion von diesen Hives. So, was für ein Hive möchte ich denn gerne? Jetzt mal ist wieder zugemacht. Wir brauchen im Endeffekt Unusual wäre schön, kriegen wir aber nicht. Kriegen wir Mystical? Gibt es da irgendwas? Nee, ne? Curious. Können wir auch nicht machen. Können Wintry, Tropical. Okay. Das heißt, das Beste ist wirklich eigentlich noch trotzdem. Das mache ich im Endeffekt dann nur für die Princess, die wir dann brauchen. Und dann. Moment, habe ich denn noch. Porkchop? Ja. Okay. Dann haben wir Porkchop. Das Ding und dann nochmal ein One of the Forest, weil das ist wahrscheinlich wieder alles anlinkt hier hinten. Muss ich hin. Lalalala. Nein, es ist noch Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie begeistert ich bin, dass es noch gelinkt ist. Eins, zwei, eineinhalb. Ne, drei. Achso, das war nur sechs. Ist egal. So. Okay. Das funktioniert hoffentlich alles noch. Wir saugen das erstmal leer hier. Das Ding ist... Oh, warte. Das ist natürlich richtig genial, dass das Ding funktioniert hat weiterhin. Ich bin wirklich immer mehr begeistert, dass jetzt doch mal was funktioniert und ich das Mana-Tablet sogar nur daneben werfe. Gleich die Mana-Spreader anfangen.
So, also praktisch das Magic und Enchanting kriegen wir zusammen. Da haben wir gleich schon was fürs. Na, dann sind das wahrscheinlich alles Zwischenbienen, finde ich. Wenn. Unusual Pollen. Unusual Pollen kriegen wir aus einer Supernatural. Wir brauchen eine Enchant und eine Charmed. Dafür brauchen wir eine Cultivated und eine. Ja, okay, also Cultivated Eldritch ist so in etwa das, was ich anscheinend jetzt brauche. Kann ich das Ding eigentlich. Kann ich das nicht hier irgendwie. So, pick up only items not in frames, genau. Dann brauchen wir mal ein Frame. Ich habe kein Item Frame. Dann sagen wir nämlich dem Ding, dass es. Mensch, können wir das eigentlich mal so. Und dann Leather. So. Ist jetzt ein bisschen umständlich, aber ist egal. Habe ich noch Zeug für Mana Tablet? Ernsthaft jetzt? Ach, Mann. Es fehlt immer an diesen Kleinigkeiten. Und wir können nicht mal Botania schön automatisieren dieses Mal. Es stört mich. Na gut. So, hier sieht es sicher ganz gut aus. Genau. Royal Comp haben wir auf jeden Fall dann genug. Cultivated kriegen wir auch. Und das Ding kann jetzt gleich dann anfangen. So, ich mache mal das erstmal. Oder ich lasse das so, ja. Sammelt halt gleich das Mana-Tablet ein. Das ist das Problem an der scheiß Hopperhock. Die sammelt das Mana-Tablet mit ein. Da ist es zum Beispiel gerade eingesammelt worden. Das ist ein bisschen blöd. Manchmal sammelt das die Bienen und so weiter erst ganz spät ein. Das ist. Okay, machen wir das mal kurz weg. Lass mal das kurz da reingehen. Und dann kriegen wir hier noch ein paar Bienchen nebenbei. So, ich habe noch ein Artificial Life. Komm weg. Okay. Ja. Ne, Magical war es, ne? Dafür brauchten wir. Wie ist das Ding? Ich habe keine Ahnung mehr. Magical. Magical. Ne, doch da. Magical Wax. Das kriegen wir am meisten aus einer Okkult und dafür brauchten wir die Arcane. Doch, Arcane. Da ist sie doch. Arcane Queen. So, das Ding ist leer. Hopp auch wieder hin. Sammeln wir mal bitte alles ein. Kriegen auch ein bisschen Unusual. Sehr gut. Brauchen halt unbedingt eigentlich eine Princess. Das kannst du ruhig. Danke. Bin mal gespannt, ob wir überhaupt eine Princess rauskriegen. Wir haben eine Attitude. Okay. Aber ich glaube, damit können wir nichts Tolles machen, oder? Where? Eldritch. Doch, die brauchen wir. Attitude und Cultivated. Sehr gut. So, warte mal. Common haben wir da auch. Haben wir auch nochmal eine Cultivated. Das heißt, wir brauchen Princess. Und Cultivated. Nee, Quark. Common. Common Drone. So, dann machen wir eine Imperial mal weg, weil wir haben jetzt eh genügend Zeug. Das ist schon mal ganz gut. Also wir haben jetzt noch nicht ganz so viel. Ach so, ich sollte vielleicht noch. Das sollten wir vielleicht auch noch machen. So. Okay, hier muss ich gucken. Natürlich. Natürlich, warum nicht? Kommen. Ich habe noch eine Common Princess. Common war im Endeffekt ja hier. Na, wie heißt's? Forest. Im Endeffekt dann machen wir einfach noch ein paar Forest. Warte mal, ich gehe mal nicht hier. Dann machen wir ein paar Forest Hives. Wenn wir einmal dabei sind. So, dann. Zeig her deine Leaves. Zeig her deine. Wir müssen nach unten. Und dann brauchen wir den Hive. Den. Nein. Scented. Genau. So, und dann. Scented mit Leaves. Und wir lassen mal freien Bahn. Und hier ist es immer noch so warm. Wie viel warm haben wir es denn heute?
Wir haben heute fast den Hitzerekord, glaube ich, knackt, ne? Oh, Gottes Willen. Von 40 Grad oder so. Ich glaube, den haben wir geknackt. Ich bin mir aber nicht sicher, aber wir sind ganz knapp dran vorbei. Ich weiß nicht genau. So, okay. Dann machen wir das noch fertig. Nein, da muss ich gucken. Na komm. Ich will die letzten Leaves noch rausnehmen. Danke. So. Forest Hive. Müsste da nicht noch einer kommen? Ja. Okay. Scoop. Dann scoopen wir das mal auseinander. Ich hasse es. Natürlich. Scoop. Können wir da irgendwie einen anderen machen? Ach komm. So viel zerdeppern wir nicht. Okay. Her du. Dann hauen wir mal den Ring wieder dran. Von nur das Prinzip. Eine Valen Drone, okay. Wo immer die gerade herkommt. Wir brauchen jetzt noch eine Common. Nee, eine. Metal. Ja, genau. Okay, dann hauen wir das nochmal hier rein und gucken nochmal, was da rauskommt. Common bitte. So, wie sieht's denn hier aus? Hallo. Royal Jelly gibt's auf jeden Fall en masse. Das ist sehr schön. Wir haben hier die Drohnen schon mal alle raus. Was haben wir hier? Wir haben keine Princess bekommen. Das stört mich ein klein wenig. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Ja. So. Dann packen wir das mal rein hier. So. Und ich hoffe, wir haben eine Common bekommen. Das wäre jedenfalls sehr schön. Und ja, wir haben eine Common Queen. Sehr schön. Okay. Dann mal bitte das hier. Hat das gerade an? Das hat schon angefangen. Okay. Machen wir hier mal das Automation raus. Und dann packen wir da dann die Common. Oder ich packe die einfach mal hier rein erstmal. Packen dann die Imperial halt wieder rein nachher. Sehr geil. Eine Mystical. Okay. Ich brauche halt unbedingt Princess, aber die kriege ich nicht unbedingt dadurch. Ich kriege zwar die Drohnen, aber nicht die Princess. Und das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, eine Princess kann man nicht so einfach herstellen, ne? Nö. Kann sie nur, man könnte eine Vespi Princess machen. Die Pasture Seeds macht. Okay. Interessant, aber nicht für mich. So. Arcane. So, wo waren wir? Wir brauchen Esoterik. Das heißt, wir brauchen Cultivated und Eldritch. Und Eldritch bekommen wir aus Cultivated und Mystical. Beziehungsweise Cultivated und Attitude oder Scorched oder Unusual. Ja. Und das größte Problem ist halt wirklich, ich habe nicht das Zeug dafür. Wir haben noch eine Common Princess, also wir könnten noch mal eine Sache probieren. Und zwar können wir hier Common and Forest. Nein, das ist eine Queen. Princess. Forest Drone, bitte. Okay. Cultivated. Dass wir einfach noch ein paar Princess kriegen, weil andernfalls weiß ich nicht. Kann ich schon mal. Oder, ne, das geht schnell erwartet. So, Cultivated. Okay. Dann mal hier hinten das Automation raus. Dass er gleich schön sterben kann. Hier kriegen wir gerade Honeycomb raus aus der Common. Okay, die muss ja im Endeffekt nur sterben. Habe ich Automation raus? Nein. Wir haben eine Ender Drone. Das finde ich schon mal relativ cool. Aber es sind halt nur Drohnen, was ich nicht so toll finde. Weg. Ring. Aus. Böse. So. Die sterben alle, das ist ganz gut, denke ich, hoffe ich, weiß ich nicht. Ich leere schon mal hier aus. Das ist halt das Problem, Bienen brauchen immer ewig. Und ich meine, ich habe jetzt extra dafür schon vorbereitet vom Crafting her, aber es ist trotzdem noch Ewigkeiten, die man hier irgendwie sitzt, um es fertig zu kriegen. Und boah, und man schwitzt halt bei dem Wetter extrem. Deswegen habe ich den Rechner irgendwie nur ein paar Stunden an, weil ansonsten sitze ich hier in
meinem eigenen Schweiß gebadet. Was ich nicht so toll fände. Okay, wir haben eine Mystical Princess. Wir haben auch 8 Mystical Drone. Ich weiß nicht, wie kriegt man so eine Mystical? Die kriegt man gar nicht. Die kriegen wir nur dadurch im Endeffekt. Also die Princess haben wir so gekriegt irgendwie. Okay. Woraus kriegen wir eigentlich Amnestic? Amnestic Wax. Kriegen wir aus einer Forgotten. Und dafür bräuchten wir... Okay. Ja, das ist dann erstmal egal. Wir machen erstmal 2 irgendwie. Schaffen wir zwar nicht mehr diese Folge, wie ich es versprochen habe, aber... Also wie ich es gehofft habe, aber... Na gut. Nein, nicht versprochen, war eher gehofft. Ja, das ist halt richtig blöd mit dem Zeug hier, ne? Dass man die ganzen Bienen im Endeffekt von Grund auf, man hat keine wirklichen Princess, sondern man hat wirklich nur die... Hier habe ich eine Cultivate drin, ja. Quatsch. Und ist ja halt ein bisschen nervig, ne? So. Cultivated plus Mystical war's, ne? So. Eldritch. Please don't destroy this bee. Otherwise I will kill you. Bitte. Jawoll. Eldritch Queen. Ich freue mich. Haben wir schon mal eine neue Biene zum Anbauen. Hier. Die muss nämlich eh einmal jetzt sterben. Und dann brauchen wir ja noch. Dann haben wir jetzt Eldritch. Okay. Hierfür brauchen wir Eldritch und Cultivator. Das heißt, das können wir dann sofort machen. Wenn die hier tot ist, könnten wir das schon machen. Und die Mysterious braucht Eldritch und Esoterik. Und Esoterik ist nichts anderes als Cultivated und Eldritch. Das heißt, wir brauchen 2 Esoterik. Genau, 2 Esoterik. Und 2 Eldritch. Warte, nochmal, warte. Wir brauchen eine Esoterik und eine Mysterious. Die braucht Eldritch. Okay, also wir müssen auf jeden Fall die Eldritch hier ein, zweimal sterben lassen dann. Und wir brauchen eigentlich noch eine Cultivated mehr. Wir haben noch eine Common. Da können wir doch mal hier... Forest. Gib mir mal eine. Machen nochmal diesen da. Blub. Achso, ich muss mal auswählen. Mensch. So. Okay. Packen wir das weg. Einfach nur, dass ich noch eine Cultivated habe, weil irgendwie... Es ist halt nervig, dass man die ganzen Bienen selber herstellen muss immer wieder. Ich meine, es ist mal ein bisschen mehr Herausforderung als die anderen. Ups. Als die anderen Quests und alles mögliche, aber... Weiß nicht, ich bin nicht so begeistert. So, die Queen kann mal hier rein. Packen wir den Rest hier weg. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben ein paar Ender-Drone und alles mögliche bekommen, aber nichts unbedingt jetzt von dem, wo ich sagen würde... Hey, voll super! Okay. Bup. So. Sterbt ihr? Ihr sterbt. Das ist sehr schön, dass ihr sterbt. Das freut mich. So, dann brauchen wir die Cultivated plus die Eldritch Drone. Und dann müssen wir das sterben lassen. Und dann dürfen wir eigentlich schon Esoterik haben. Ja doch, Esoterik, genau. Und dann brauchen wir noch Mysterious. Okay, das wird noch witzig. Nun gut. Ich meine, wir können natürlich jetzt mit Gen spielen und so weiter, dass wir die schneller sterben lassen können und so, aber... Nee. Möchte ich nicht. Ja. Ich kann mal gucken, was die Query so macht. Warte mal, wir können ja mal kurz der Query einen Besuch abstatten nebenbei. Haben wir... Nein, nur noch keine Warteschards. Nun gut. Ist aber halb so schlimm. Wo haben wir jetzt... da haben wir es mal an der Tablet gelassen. Komm her. Dann bauen wir wieder hier das Ding ab. Und so. Okay. Ja, die Eldritch ist tot. Diese Freude. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher wir die... machen. Arcane. Wir brauchen
einmal eine Eldritch Drone und einmal eine Eldritch Princess. Das würde theoretisch reichen. Guck mal. Das ist noch nicht mal leer. Okay, können wir noch einen Moment warten. Können wir schon mal hier... Cultivated haben wir ja drin, das heißt, da packe ich mal die Drohne hin. Und dann möchte ich gerne die Esoterik. Drück die Daumen. Die Folge ist eh schon fast zu Ende. Und ich will nicht so sehr wieder überziehen. Aber wir haben eine Esoterik, das ist sehr gut. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall jetzt diesem Magic-Zeug näher. Und ihr müsst verstehen, im Moment bei der Hitze habe ich nicht so unbedingt den Willen, jetzt, was weiß ich, draußen zu machen. Das, ja, ist einfach nur der Wärme geschuldet, das tut mir leid. Ich wünschte, es wäre anders, aber es geht einfach nicht. So. Okay. Esoterik. Nee, Quark, Arcane. Ich will nochmal ganz kurz gucken, wo wir jetzt stehen. Wir brauchen die Princess und die Mysterious Drone. Und die Mysterious kriegen wir aus Eldritch und Esoterik. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall sterben lassen und dann können wir weitermachen. Ja. Gut, dann hoffe ich, es hat euch trotzdem bisher gefallen. Ich beende jetzt die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Wenn es dann wieder heißt, Agrarian Skies 2. Und ja, ach so. Ja, na gut, ich erzähle es jetzt. Na, da erzähle ich es nächste Folge. Das erzähle ich nächste Folge. Wir haben eine Mysterious Princess. Wuhu! Yay, yay, yay! Sehr gut, wir haben eine Princess rausbekommen. Das freut mich. Das ist nur eine Drohne. Ja, ne? Dann jetzt auch wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Meine Stimme verlässt mich auch schon langsam, also, ne? Tschüss. Warte mal, wo ist denn die? Da ist die. Ich dachte, jetzt schön ist weg. Gut. Tschüss.